Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Patrizia 2, Aufschwung der Hanse. Ach, schön, mal wieder eine neue Patrizia-Session für mich. Vor allem für mich. Weil ich ja aktuell relativ wenig Zeit habe zum Spielen. Deswegen ja auch aktuell so ein bisschen Final Fantasy X-2-Mangel in der letzten Woche, glaube ich, oder? Ne, in dieser Woche noch, ja. Muss halt überlegen, wann. Ne, in der letzten Woche. Ja, muss überlegen, wann diese Folge rauskommt, ne, und dementsprechend dann zurückrechnen. So. Muss da kurz hier was nachgucken. Alles klar, hier fehlen Eisenbahnen. Hab ich ja sehr gut aufgepasst. Ist mir in der letzten Folge aufgefallen, dass ich die rausgezogen habe. Also ist mir beim Angucken der letzten Folge aufgefallen, dass ich die irgendwie einmal rausgezogen habe zwischendurch. Warum auch immer, habe ich echt nicht mehr dran gedacht. Naja, gut. So, sonst noch irgendeinen Mangel? Nein. Sehr gut. So, dann hat man festgestellt, der bekommt in Köln nicht alles rausgezogen. Ja, genau. Das heißt, wir müssen mal den... Ja, das ist eine gute Frage. Den Konvoi? Den anderen am besten, ne? Den hier. Das ist eigentlich der Hauptversorgungskonvoi in der Hinsicht. Dass wir den mal ausbauen. Größer machen. Und wir warten noch darauf, dass der Kollege hier mal fertig wird mit der Stadtmauer. Dass wir da nochmal ein bisschen... Nun ja, ich sag mal... Hier. Keramikzeugs bauen. Ohne irgendwie Gefahr zu laufen, dass die weggerissen werden. Denn wir haben ja aktuell gute Holzüberproduktion. Ne? Das war irgendwie 1 auf 7 Keramikproduktion. Und wir sind ja zurzeit bei 2 auf 8. Also nicht unbedingt effizient. Ganz und gar nicht effizient. Details. Wir gucken mal, dass wir die Kreier hier mal ausrüsten mit Matrosen. Mit Seemänners. Wahrscheinlich sind hier gerade keine da. Oh doch, ein paar. Ich hätte erstmal gucken können, ob ich die noch ausbauen muss. Das ist natürlich durchaus möglich. Huch. So, tja. Ungefähr einer wird's noch und dann war's das. So, habe ich die... Nee, habe ich nämlich noch nicht ausgebaut. Großartig. Ausbauen. Habe ich denn alles da? Hab ich. Dann ab dafür. Schön blöd, wenn man erstmal Drosen anheuert und dann ausbaut. Baue ich eigentlich noch Schiffchen? Oder wie ist das hier gerade? Auftragsliste? Ah ja, stimmt. Ich baue so ein paar Kreier noch. Na gut. Oh Mann. Na, da können wir ja gleich mal, warte mal, wenn wir schon mal dabei sind, dann holen wir uns gleich hier Schiffswaffen. Hauen wir ein bisschen was auf den Kopf. So. So. Damit er auch wieder fleißig produzieren kann und schön Leder verbraucht. Wir haben nämlich so ein bisschen Leder übrig. Apropos. Ich gucke ja öfters mal nach, aber ich weiß gerade nicht, ob ich in der letzten Folge nachgeschaut hatte. Das sieht eigentlich gut aus, das wird es so lassen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie der mir gesinnt ist aktuell. Oh, wie sieht es hier aus? Der ist zufrieden, kriegt auch gerade nichts, oder? Ein bisschen Ziegel kann er haben. Und der Kollege? Ist die Stadt irgendwie voll, kann das sein? Na, guck mal hier, den Wein. Wenn auch zu einem relativ schlechten Preis, aber ist mir jetzt egal. So. Tja. Ja, ist die Stadt hier irgendwie voll? Nö, es geht. Oh, die sind aber verärgert. Warum denn? Was ist denn euer scheiß Problem? Ach, ihr habt mal wieder ein bisschen Mangel. Na, es geht eigentlich. Das Wichtigste haben sie doch. Bier. Die Fellpreise hier, das ist doch krass. Wie der da dauerhaft Felle einkaufen kann. So. Wo sind eigentlich meine Konvois gerade? Ach, hier. Stimmt. Muss da irgendwas leerziehen aktuell? Das habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge schon ein bisschen gemacht, ne? Da könnte Holz rausziehen. Da würde gleich mal Keramik rausziehen. Und hepp. Kreier fertiggestellt. Schön für dich. Den bauen wir gleich aus. Ausbauen. Stufe 3. Go for it. Meine Güte, spul doch jetzt mal vorwärts. So, dass sie hier nicht unbedingt immer die Konvois so voll knallen. Machen wir das einfach gleich so hier. Ich vermute mal, hier ist auch noch ein bisschen was drin. Jo. Was hier los ist in der Ecke. Ja. Machen wir gleich so. Da haben wir wieder genug Holz. Schiffsausbauten abgeschlossen ohne Ende. Jep, nochmal. Und dann müssen wir mal schauen, dass wir dann den richtigen Konvoi erwischen. Das ist ja der hier. Den will ich hier ausbauen eigentlich. Naja. Muss ja dann auch noch umbenennen. Na.
Machen wir erstmal den hier voll. Dann machen wir noch die 10 voll, damit wir ja wirklich von hinten angefangen haben. Von hinten. Und so. Dann gucken wir mal. Es wird ja zu dem hier dann zugehören. Das heißt, 14 waren wir. Geht es weiter 15 weiter. Ich benenne die jetzt schon mal um, dass ich das nicht vergesse. Schiffsname. Ach, verdammt, wie habe ich denn die genannt? Irgendwie VN2-Bindestrich. VN Leerzeichen 2-15. VN2-15. Nächster. VN2-16. Nächster. VN2-17. Dann VN2-18 und VN2-19 und ich glaube, beide war ich nicht. Oder? Hat Kreier 5 schon Matrosen an Bord? Ich glaube nicht vollständig, ne? Nee. So, und dann gehen wir einfach von der niedrigsten bis zur höchsten durch und rüsten das Kollega-Ding hier mit Waffen aus. Ist ein bisschen wenig, kann das sein? Nö, kommt hin. Entermesser plus ein paar, reicht. Dann haben wir die 16. Ne, blub blub. Ich weiß zwar, dass es schlechter ist, aber das ist mir immer so Verschwendung, da so viele Kanonen drauf zu hauen. Das ist total, weiß nicht. Entermesser. Dann haben wir die 17. Entermesser ist echt so ein großer Mangel. Man braucht halt mega viele eigentlich. Man kommt aber nicht so schnell dran, wie man es gerne hätte. Habe ich der 18 ausgelassen oder wird die bloß gerade nicht angezeigt? Warte mal. Nö, wird bloß nicht angezeigt. Ach, da ist er. Bin bloß blind, alles klar. Was sonst? So, und 19, da. Dass der Konvoi erstmal schön gestärkt ist in der Nordsee mit 5 weiteren Schiffen, sind das ja, glaube ich. Hm, naja, gut. So. Auf den Konvoi warten wir. Ich überlege gerade, ob ich mal ein Care-Package für Edinburgh fertig mache. Eisenbahn, Gewürze, Keramik, Tuch. Ja, machen wir mal, oder? Huch. Also einfach mal alles mitnehmen. Haben sie ja, Gott sei Dank. Ich muss ja wieder Lagerhäuser bauen. Krass. Oder müssen wir einfach Zeug wegschaffen. Wein gerade nicht. Tuch dran, Salz von mir aus, ein bisschen Pech, Leder. Ich überlege gerade, was dort hergestellt wurde. Ich glaube, Getreide und Bier und Wein, ne? Also alles andere kann ich im Prinzip mitnehmen. So wie ich eben lustig bin. Ah, ich muss mal wieder Gewürze einkaufen. Ich sehe schon. Ah, toll. Na toll. Ah, ich weiß noch, was ich machen könnte. Warte mal, ich nehme ein bisschen mehr hier mit. Nee, Quatsch. Hier noch ein bisschen mehr. Und hier noch ein bisschen mehr. So, ab nach Edinburgh. Ich baue mal... Och, Bürgermeister. Überraschung, Überraschung. Und war es wenigstens knapp? Nö. Also schon, aber nö. Stadtmauer. Warte mal. Ich mach mal kurz, klick mal kurz alles durch. Dann gucken wir mal, dass wir noch das Richtige finden. Nee. Nee. Hier. In Bremen, 129.000. Halsabschneider. Darlehen tilgen. Aber schön, wir können jetzt quasi unsere neuen Betriebe bauen, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass da, naja, ein Landesfürst mal eben wieder brandschatzt. So, der Kollege ist da. Einmal kurz ausladen, komplett. Flup, 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 flup. Flup, 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 flup. Und dann bauen wir mal ein paar Hafenbombarden. Wäre doch zu schade, wenn da irgendwann mal Piraten kommen und meine Stadt angreifen. Ja. So, das wär's schon. Dann haben wir noch ein paar Pechen. Obwohl, das lohnt sich in der ersten Stadt mal absolut nicht. Baue ich auch eigentlich nie Türme drauf. Das lohnt sich immer erst später eigentlich. Gut, reicht schon. Das Lager ist ein bisschen voll, wa? Oh ja. Na, es wird sich schnell erübrigen. Ich habe ja hier, glaube ich, Kontohandel an, ne? War doch so. Genau.
Na gut. Kann ich noch irgendwas mitnehmen vielleicht? Von hier oder so? Nee, von da? Lohnt sich schon eher. Mal ganz kurz in Hamburg anhalten. Was ist das? Muss ich erst mal gucken. Wo ist jetzt der Konvoi eigentlich? Ist das der? Das ist der, ne? Naja, müssen wir kurz mal auf Mord warten. Belagerung. Ich will gar nicht wissen, wo eigentlich. Siehst du, apropos, ich muss auch wieder nach dem Fürst schauen. Nicht, dass hier irgendwo Fürsten böse werden. Was sagt der Abrechnung eigentlich so? 21.000 für extra Lagerraum. Holz in... Was ist denn hier los? Und die hat irgendwie ein Riesenhaus gebaut oder was? Oder wie kommt das? Da habe ich auch 20.000 Bier, was irgendwie schon wieder nicht abgenommen werden möchte. Nur hier irgendwie so ein Firlefanz wie Getreide, was eigentlich die Stadt selber braucht. Ist der eigentlich schon irgendwie sauer oder so? Nö, noch zufrieden. Na gut. Krass. Aber es wird aus Königsberg rausgezogen und, ja, verteilt in der Hanse. Es ist halt einfach nur zu krass, wie viel man da verbraucht mittlerweile. Habe ich früher nie so gehabt, glaube ich. Also Fleisch hatte ich nie das Problem. Ich musste Fleisch eigentlich auch nie herstellen. Nice. Also nicht wegen Wein jetzt. Ich verkauf's einfach bloß mit, aber wegen hier. Das ist ein relativ guter Preis, auch wenn es gerade am Anfang des Winters ist und das eigentlich wieder ziemlich doof ist, jetzt was zu Dingsbums-Zeuchen, aber egal. So. Ja, das sind gerade die Ziegel hier. Also 2700 Ziegel sind ein bisschen heftig. Ich überlege schon, ob ich mal wieder ein paar Werkstätten bauen soll. Brauche ich halt nur viel Holz, ne? Mein gut, Holz habe ich. Mehr als genug. Werkstätten bauen. Wäre das eine Möglichkeit? Wäre das eine Idee? Dass man wieder ein paar mehr Eisenbahn über hab? Jetzt habe ich schon eine Eisenerzproduktion. 48 Verbrauch. Produktion habe ich hier. Eine instabile von 28. Muss man ja schon fast sagen, instabil, weil das sackt er gerne mal ab. Und hier eine relativ stabile von 42. Macht summa summarum 70. Das heißt, ich könnte durchaus um, tja, 5, 6 Betriebe erhöhen. Machen wir mal 6 neue Betriebe. Werkstätte. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6, ja, aber 7. So, das heißt, das erhöht sich jetzt um 33%. Das heißt, durch 1, nee, was, nee, Quatsch, nicht durch 1, durch 3 mal 4, so rum. So, 48 durch 3 macht 6, 16. Ja. 16,1 mal 4 macht 40 plus 24, 64, Komma, bla. Kommt also hin. Müsste funktionieren, je nachdem, wie viel ich hier noch verkaufe. Das weiß ich gerade nicht. Kontohandel. Ich habe jetzt ja noch relativ hohes Lager aufgebaut. Also ich könnte noch gegensteuern. Relativ schnell. Aber ich will ja hier nicht mehr in den Stadtmauern bauen, wie gesagt. Also muss ich vielleicht doch nochmal langsam beantragen, dass wir ausbauen. Aber da sind die doch, glaube ich, noch nicht so weit. Ich glaube, ich mach mal... Ich mach mal ein kleines Mammutprojekt in Rostock. Passt mal auf. Das kann man nämlich Gott sei Dank in seiner Heimatstadt machen, wenn man da Bürgermeister ist. Wenn man gerade so viele Ziegel und Zeug übrig hat, um das mal eben durchzuziehen, ist das eine gute Investition für die Zukunft. Vor allem, wenn man eh gerade die Zeit dafür hat. Mal kurz ein bisschen leerziehen, das Lager. Fein, das sind jedes Mal irgendwie 5000 Fässer im Prinzip. Die ich einmal kurz umschichte. Mal so von jetzt auf gleich so hoch. So aus Versehen. So. Muss langsam wieder aufpassen. Konvoi Mod ist gleich wieder da. Den ich ja umbauen möchte. Oder war das der hier? Ne, das war der hier, ne? Warte mal. Holz, Hanf, nee. Das ist der hier. Der muss nach Malmö zurück. Und sobald er in Malmö ist,
ziehe ich ihn kurz mal ab. Oh, der muss sowieso reparieren. Der muss sowieso kurz reparieren. Wie sieht denn jetzt hier das Lager aus? Habe ich gut leer geräumt? Yo. Dafür ist jetzt das Ganze hier voll, ne? Ja. So, der repariert jetzt natürlich. Ja, das war zu erwarten. 12 Tage. Oh Mann. Malmö, Malmö, Malmö. Das ist natürlich bitter, ne? Dass Malmö so einen schlechten Hafen hat. Da müsste ich jetzt aber halt extra Rostock einbauen, um in Rostock dann zu reparieren. Da habe ich keine Lust drauf. Eigentlich. Naja. 12 Tage, das heißt 10. Januar ungefähr. Okay, das noch mit. Haben wir erstmal alle Ziele runter. Ich vermute mal, dass es viel zu viele sind, aber ist egal. Kann man ja notfalls an Fürsten verkaufen, die sind da ja immer sehr ziegelgeil. Und ist sonderlich erfreut, ja, ne, wo ich es gerade so sage. So ein paar einfach mal kurz raushauen, dass er wieder glücklich ist. Den Rest allerdings nicht so. Können wir noch gebrauchen, den Rest. So. Dann einmal kurz eine Lieferung Holz und dann nehmen wir noch ein paar Eisenbahnen mit. Ja, das wird nicht ganz reichen, die 88. 4. Januar. Mhm. Ja, hier brauchen wir noch ein paar mehr Eisenbahnen. Moment. Holz halt nicht mehr. Holz muss ich halt drinnen lassen. Braucht die Stadt ja selber. Leider Gottes. So, ab nach Rostock. Ja, guten Tag. Ist er jetzt fertig? Ein Tag. So. Machen wir aber erst nächste Folge. den können wir reparieren jetzt schon mal, dass der kurz mal aus der Liste raus ist. Habe ich noch ein paar, kann ich noch mal Schiffswaffen nachkaufen? Natürlich. Geht alles. Da kann ich bestimmt noch ein paar Matrosen anheuern. Und zwar machen wir erstmal noch den hier fertig. Mit Greier Nummer 5. Benennen wir um. Das ist erstmal der letzte jetzt, vorerst. Muss ja erstmal wieder gucken, wie es dann weiterläuft. Ja, aber war stehen geblieben. Ich glaube bei 19, ne? VN 220. Name ändern. Dann müssen wir den noch ausrüsten mit Wäffchen. Entermesser hat er mir jetzt keine gebaut, ne? Irgendwie will er gerade nicht. Doch, 9. Mensch. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Naja, immerhin. Okay. Ein Tag warten. Nee. Immer noch ein Tag. Ja, Reparatoren Rostock, schön. Nein, halt, stopp, zurück. Halt, stopp, zurück. Den rüsten wir jetzt nämlich aus mit den neuen VN-Kreiern. So, beitreten, Mod, bitteschön. Jetzt müsste sich das hier wunderbar eingereiht haben, genau. Das Blöde ist halt, ich hätte eigentlich mit 0 irgendwas anfangen müssen, aber das... Naja, da denkt man jetzt nicht unbedingt immer dran. Hm. Dann sehen wir schon, wie viel Platz wir jetzt geschafft haben. Also ungefähr so ein Viertel mehr im Vergleich zu vorher. Das wird hoffentlich helfen. Und weitermachen. Gut. Ich hoffe mal, dass es hilft. Es muss helfen. Dann würde ich sagen, soll es heute gewesen sein, meine lieben Freunde. Haben also zumindest mal den Konvoi ein bisschen ausgebaut, haben, weiß gar nicht, ja, ein bisschen umgeschichtet, dass mal Malmö wieder ein bisschen Luft hat. Zumindest mal ziegelfrei und ein bisschen holzfrei geworden ist. Trotzdem haben wir noch so ein paar Mängel. Leider, leider, leider. Die mir nicht unbedingt gefallen mögen. Gibt es hier gerade einen Mangel? Ja, es gibt einen Holzmangel in Göteborg. Machen wir kurz. Das müssen wir kurz machen. Weil Bier und so. Also wie sich hier teilweise das Hamster mit den Städten. Das ist so übel. So. Also in Göteborg funktioniert die Versorgung noch nicht so ganz. Ich muss dann nochmal schauen. Weil halt 3 Konvois reinfuschen. Irgendwas funktioniert da nicht. Aber wahrscheinlich auch einfach, weil ich habe ja hier Kontohandel, dass der Holz einkauft. Habe ich ja an. Und das funktioniert halt einfach mal nicht.
Weil er halt zu viel kaufen muss. Weil wie viel verbrauchen die mittlerweile? Das sind ja, na gut, 10 geht eigentlich. In der Woche. Eins am, also 1,5 am Tag. Mein Gott, sollen sie mal nicht so haben. Warum eigentlich zurück nach Rostock? Keine Ahnung, ist egal. Gut, meine lieben Freunde, das soll es heute gewesen sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.